Stände vor dem Rathaus Carré. Dort erfahren Sie mehr über die Ausbildung und Weiterbildungsangebote des ZAW in Leipzig. Sie haben vor Ort die Möglichkeit, das Können der Auszubildenden zu begutachten, zu bewundern oder gar auszuprobieren. Wir sagen einfach nochmal herzlich willkommen ZAW Leipzig! So, habe ich es richtig gesagt, ja? Darauf hat er ganz doll Wert gelegt. Jetzt kommen sie, die ganz kleinen Sonnenkäfer. Hallo, ihr Sonnenkäfer-Steudels! Die kleinen Mäuse, die Sonnenkäfer aus Steudels. Guck mal, wie das sieht, das nicht süß aus. Die haben da extra so ein kleines Emblem, so ein Wappen, so ein Gesicht dort gemacht mit einem Maikäfer drauf und Sonnenkäfer. Hier kommen sie, herzlich willkommen, Mamis und Papis und Kinder, Sonnenkäfer Steudels! Ach, die kleinen Mäuse. Da winkt man Mami und Papi zu, genau. Süß. Ist immer wieder niedlich, die kleinen Mäuse. So, von einem kleinen Sonnenkäfern zu den nächsten kleinen Käfern. Herzlich willkommen, Villa Kunterbund! Ah, da sind sie. Auch immer wieder ein und dieselbe. Ganz tolle Veranstaltung haben wir gemacht. Naja, das stimmt so. Wir haben dieses Jahr noch ein ganz großes Event vor. Ja, also das findet im Juli statt. 30 Jahre in das Kindergarten Villa Kunterbund. Also seid ihr ganz herzlich eingeladen, mit dabei zu sein. Und im Umzug sehen wir natürlich auch die vielen, vielen, vielen bunten Geschichten, die das Villa Kunterbund so anbietet. Unter anderem auch die Kostüme, die aus dem Fundus des umgebauten und neu eröffneten Stadtmuseums dort getragen werden von den Kindern. So, und nun kommen wir zu denen, die wir ganz sehr verehren, aber wir hoffen mal, dass wir sie nie brauchen werden, jedenfalls jetzt nicht, über das Stadtfest. Herzlich willkommen, Deutsches Rotes Kreuz! Ja, ich weiß, Sie sind immer hier vollkommen präsent für uns und helfen uns, wenn es nicht mehr weitergeht. Dann sind natürlich auch alle Helfer hier da. Wir haben sehr viele Veranstaltungen gehabt schon mit dem Deutschen Roten Kreuz. Wir sind ganz nette Leute, die machen auch wirklich was hier. Und ich freue mich immer wieder, wenn ich mit dabei sein darf, mit euch gemeinsam Veranstaltungen machen darf. So, nun kommen wir zu einem ganz tollen Verein. Das müssen wir erstmal genießen. Jetzt gibt es hier überall Sonnenblumen. Schaut mal, die kommen alle mit Sonnenblumen. Wink mal kräftig mit den Sonnenblumen. Herzlich willkommen, lieber Haus Augenblick. Ganz toll. Das Haus Augenblick ist ein therapeutisches Wohnheim für geistig behinderte Erwachsene. Es besteht seit 35 Jahren in der Fabrikstraße im Ortsteil Wedens. Und seit dem 71 geistig behinderte Menschen im Wohnheim wechseln aus drei Komplexen und dem Kernwohnheim in der Fabrikstraße eine Außenwohngruppe in der Ehrenwitzer Straße und in der Villa in der Bergstraße. Also, euch nochmal ganz herzlich willkommen bei uns hier beim Stadtfest Steudels. Jawohl. Sieht absolut toll aus mit euren Sonnenblumen. Ehrlich, richtig schick. Klasse. Richtig Sonnenblumen nach oben. Und jetzt winkt bitte noch mal allen Gästen zu. Ja! Super. So, wir dürfen jetzt weiterlaufen. So, Freunde, wir sind jetzt angekommen. So langsam bei der TSG Steudels. Ja, also noch nicht ganz. Ja. Erst haben wir mal hier unsere Judokas Steudels. Herzlich willkommen! Ja, seht ihr da hinten, da finden schon wieder so kleine Schauübungen statt. Mein Gott, mir gruselt es dabei, wenn ich das sehe. Guck mal, hier legen sich die Mädels selber aufs Kreuz. Ganz klasse. Ja, richtig klein. Oh, hier. Wow. Vorführung der Superlative. Ganz toll macht ihr das. Über, das muss man jetzt dazu sagen, ja, ein 50-jähriges Judo, eine 50-jährige Judo-Tradition besteht in Steudels. Circa 300 Mitglieder in den Abteilungen Judo, Vorschulsport,
Floorball, Aikido, Tai Chi, Volleyball und Freizeitsport Frauen findet hier statt. Regelmäßige Wettkampfteilnahme der Abteilung Judo und Floorball mit ca. 60 Turnieren pro Jahr. 23 ehrenamtliche Übungsleiter und seit Gründung des Vereins gab es im Judo 10 Landesmeister und 19 Platzierte, 8 mitteldeutsche Meister und 9 Platzierte sowie mehrfache Teilnahme an deutschen Meisterschaften. Derzeit erfolgreichste Sportlerin des Vereins ist Christine Faltin. Ja, herzlichen Glückwunsch, Christine! So, und jetzt hier dazu haben wir noch, wir sehen es auf diesem Pass. Das muss man auch ein bisschen genießen, was sie uns hier für eine Show zeigen, direkt hier am Rathaus. Schaut mal, das sieht absolut spitze aus. Ja. So, liebe Steuwitzer, nun nehmt mal die Hände in die Hand und mal einen kräftigen Applaus hier. Jawoll! Aua, das muss doch wehtun. Mit einem Enthusiasmus legen die sich hier gegenseitig aufs Kreuz. Meine Güte. Gott, oh Gott, oh Gott. Morgen habt ihr nur blaue Flecke. Mädels und Jungen allein. Da guckt euch den Jungen an. Guten Tag. Aber ganz toll. Herzliches Dankeschön, Judo Karl Steunitz. So, jetzt kommen wir unsere Vorwahl hier Die gehören auch zu den Judokas dazu. Schau mal, die spielen hier mit dem Lennon dazu. Jetzt würde mich natürlich mal interessieren, das ist doch so eine ähnliche Art wie Eishockey, oder? Ja, so eine ähnliche Art. Nur, dass sie das Ganze eben mit diesen Vorbällen macht und dann eben über die Atomhalle dort umher laufen. Das macht doch auch der Michael Gatz. Das ist doch bestimmt das, was der Michael Gatz gemacht mit euch. Also, liebe Vorballer, herzlich willkommen zum Schwelle zur Stadtfest! So, und jetzt muss ich tief Luft holen. Jetzt kommen Sie, meine Mäuse, meine Gummibärchen, lieben großen, donnernden Applaus für die TSG-Abteilung Ski! Wow! Guckt an, da sind sie, meine Mäuse. Ja, guck mal, das sind meine. Da muss ich einfach mal sagen, hier die Training hier, da haben sie. Ja? Und meine Wenigkeit, wo ist denn mich da antreten? Und die Mächte, unsere Mächte und Richter und meine Wenigkeit Andreas von TSG Abteilung Ski. Wir trainieren hier unsere kleinen Häuser. Das sind die Skiroller der Abteilung Ski hier in Steunitz. Und ihr seht, wir haben Skiroller hier unten dran. Und mit denen wollen wir jeden Dienstag immer bei Roger Weg. Und wenn ihr Interesse habt, liebe Mamis und Papis, und ihr wisst noch nicht, was ihr mit euren Kindern machen sollt, schickt da uns mal vorbei. Jeden Dienstag bei Roger Weg könnt ihr hier mit euren Inlinern und Skirollern bei uns teilnehmen. Und ihr zeigt gleich nochmal, was ihr hier so drauf habt. Macht mal hier so einen kleinen Kreis, bitte. Um so Maskottchen, ne? Jawohl, fahrt mal einen Kreis, prima. Schön macht ihr das. Das habt ihr gelernt. Schaut hin. Ja? Unsere erfolgreichsten Anläufer und Holzgeschosser. Hier in Leipzig. Hier muss man sagen, wir haben morgen, und das ist auch eine Tradition, wir haben ja jedes Jahr unseren Auenwaldlauf. Wir haben morgen, unseren 20. Auenwaldlauf hier in Steunitz. 10 Uhr unten beim Hundesportverein findet dieser statt. Also alle, die daran Interesse haben, wir haben ganz viele Preise. Wir haben ein paar außergewöhnliche Dinge für euch parat, weil das unser 20. Jubiläum ist. Ihr dürft jetzt mal die Richtung wechseln, sonst wird der Gregor andersherum, bitte. Jawohl. So. Also, morgen alle zu uns runter zum Auenwald im Hundesportverein. Da haben wir dann unseren 20. Auenwaldlauf. Und ich sage nochmal einen kräftigen und donnernden Applaus für die TSC-Abteilung Ski! So, jetzt haben wir was ganz, ganz Tolles. Ja. Jetzt bitte nochmal einen tollen Applaus für die IG Modellbau e.V. Herzlich willkommen! Also,
letzten Wochenende veranstaltet der Verein sein traditionelles Großbahntreffen im ehemaligen Straßenbahndepot. Alle Schkolnitzer, die hier da sind, alle Gäste sind dazu ganz herzlich eingeladen. Schaut auf dem Plakat, steht's drauf. 11. Großbahntreffen, nächstes Wochenende, an gewohnter Stelle bei der Feuerwehr gegenüber. Da hingehen und rechtzeitig, ja, wir bringen sich nochmal im Kreis, dass jeder lesen kann. Ja, schaut es euch an, ist eine wunderbare Show, habe ich selber schon mal gesehen. Wir haben doch was aufgebaut, eine wunderbare Sache, ein Großbahntreffen von unserem Modelleisenbahner. Also es lohnt sich hinzugehen, nächstes Wochenende, eine ganz große Show in Schleunitz. Herzlich willkommen, Großbahntreffen Schleunitz! Ja. Macht man nicht sagen. Ach was. Oh. Aber Herbert, jetzt sind wir an eine Stelle angekommen, wo eigentlich du mal was sagen könntest. Aber so ist es wieder. Ja, ich sag dir mal, mach mal. Also, jetzt einen donnernden Applaus. Wir machen jetzt mal so die Hände nach unten. Oh. 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 Stellt sich heute mit Sportlerinnen und Sportlern der weiblichen Jugend B, der weiblichen und männlichen Jugend B, der neuen Zwergbande, beziehungsweise der Herbert Macht, den hast du nicht. Die Gina, wo ist die Gina? Hände hoch, das ist die Gina, guck! Die Gina, ach was, Gina, hey! Gina, soll ich verraten, dass ihr heiratet? Lieber nicht, wa? Nee, jetzt machen wir nicht, machen wir gar nicht das. Also, seid eingeladen zur Hochzeit von Lina und Ingol. Wann war es gleich? Soll ich sie alle einladen? Nee, noch nicht. Machen wir noch nicht. Aber auf jeden Fall, herzlich willkommen, Handball TSG Schleunitz! So, wir haben noch Vizebezirksmeister. Die Frauenmannschaft ist Vizebezirksmeister. Frauenmannschaft, herzlichen Glückwunsch! So wie die Männermannschaft, welche, die hatte...